Sanctuario war schon immer im Zentrum des ewigen Konflikts gefangen. Einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Doch Lilith dient keiner Seite. Es geht aufwärts für Diablo 4. Zumindest auf Steam spielen aktuell so viele Leute das Spiel wie noch nie. Über 29.000 Menschen gleichzeitig waren in der Spitze vor ein paar Wochen online. Das sind sogar ein paar hundert mehr als zum Release. Natürlich ist Steam die mit Abstand kleinste Plattform für Diablo. Das lässt den Großteil der Spieler, die statt Steam nur über Battle.net oder die Konsolen zocken, außen vor. Die Zahlen zeigen aber trotzdem: Diablo 4 erholt sich. Liegt das vielleicht an der neuen vierten Season? Bevor die zum 14. Mai an den Start ging, kamen schließlich nur rund 6.000 Leute zusammen. Vielleicht auch deshalb nutzte Blizzard die Gelegenheit, um mit der neuen Season fundamental am Spiel zu schrauben und es langfristig zu verändern. Bevor es hier gleich mit Diablo weitergeht, noch eine kurze Nachricht von unserem Werbepartner. Ey, wieso bist denn du schon fit? Du hast doch auch die ganze Nacht gestreamt. Ja, weil ich im Stehen gestreamt habe und da wird man nicht so schnell müde, denn wir haben jetzt auch im Büro einen höhenverstellbaren Schreibtisch der Firma Ergotopia, nämlich den Desktopia GG Gaming Schreibtisch. Der hat ein paar ganz tolle Features und die zeige ich euch jetzt mal. Der ist speziell fürs Gaming ausgerichtet mit einer schicken weißen Platte. Die extra so geformt ist, dass man sich gut beim Zocken bewegen kann. Natürlich lässt sich der Tisch auch einfach Höhen verstellen. Da reicht ein Tastendruck und der Tisch fährt auf die ideale Sitzhöhe runter. Je nachdem wer von uns streamt, lassen sich auch bis zu neun verschiedene Nutzerprofile einstellen. So hat jeder automatisch die ideale Tischhöhe zum Zocken und Streamen. Außerdem hat der Tisch für Streaming-Setups super Kabelmanagement. Alle Kabel fahren in der montierten Kabelwanne einfach rauf und wieder runter. Sogar der PC, der steht nämlich wahlweise auf dem Tisch oder ist ganz praktisch mit einer speziellen Halterung unter dem Tisch montiert. Mehr Infos zum Desktopia GG Gaming Schreibtisch von Ergotopia findet ihr unter dem Link. In der Videobeschreibung. Vor ein paar Wochen haben wir euch die wichtigsten Änderungen der vierten Season in einem Video genauer gezeigt. Doch nun stellen sie uns die Frage, haben die Anpassungen auch was gebracht? Um das zu beantworten, habe ich mir Benedikt Grothaus eingeladen, den Diablo-Experten von unserer Schwesternseite, mein MMO. Hallo und den Diablo-Streamer Jesse Rocks. Ein Hallo und herzliches Willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse und die netten Kollegen und Kolleginnen von GameStar. Mich gebeten, ein kurzes Statement zu Season 4 abzugeben. Die beiden analysieren für euch, was Blizzard mit dem Season 4 Update besser macht und wo noch Nachholbedarf besteht. Schlussendlich beantworten wir dann die Frage, solltet ihr jetzt zu Diablo 4 zurückkehren? Dafür gehe ich die neuen Änderungen jetzt noch einmal Schritt für Schritt mit euch durch. Angefangen bei den Items. Die Itemization ist eine der größten Änderungen der neuen Season. Monster lassen jetzt weniger, aber bessere Ausrüstung fallen. So findet ihr auf Weltstufe 3 garantiert nur heilige Gegenstände und auf Stufe 4 nur noch Ahnengegenstände. Gegenstände. Und deswegen macht es auch wieder Spaß in Diablo 4 zu spielen und zu farmen, weil die Items, die droppen, die kann man sich anschauen und muss nicht alles stundenlang durchsortieren. Die Affixe, also Stat wie Intelligenz oder Stärke wurden außerdem von Grund auf überarbeitet. Besonders kleinteilige Affixe wurden zusammengelegt. Statt eines Bonus auf Mana-Kosten reduziert ein Item jetzt einfach generell die Ressourcenkosten und verringert zum Beispiel auch, wie viel Wut ein Barbar verbraucht. Dazu haben ab Monster Level 95 alle fallen gelassenen Items garantiert die höchste Gegenstandsmacht von 925. Von diesen Änderungen ist auch Benedikt begeistert. Du hast dann nicht mehr dieses, dieses bescheuerte, ah, oh, jetzt, nicht Level 100, aber findet nur noch Müll irgendwie unter, unter Item Level 900 oder so ein Kram. Und du findest jetzt eigentlich grundsätzlich Dinge, die potenzielle Verbesserungen sind. Das ist eine richtig gute Änderung. Vorbei ist also die Zeit der zugestopften Inventare voller Müll. Das Inventar entschlagt auch die nächste Änderung beim Kodex der Macht. In dem sammelt ihr legendäre Effekte, die Aspekte, mit denen ihr eure lieblings ausstatten könnt. Im alten Kodex durftet ihr bisher immer nur die Grundversion eines jeweiligen Effekts abspeichern und auch nur bestimmte Aspekte. So konntet ihr einen neuen Bild auch immer nur mit der schwächsten Variante eines Aspekts ausstatten. Das änderte sich mit dem Season 4 Update. Seitdem werden alle Aspekte sofort im Kodex abgespeichert, wenn ihr eine Waffe mit Aspekt beim Schmied verwertet. Und zwar in der Version, in der ihr ihn gefunden habt. Dadurch hat man jetzt die Möglichkeit, sich durchgehend zu verbessern und deine Bild so zu bauen, wie du sie brauchst. Du hast viel mehr Möglichkeiten, du hast wirklich. Du wirst nicht schwächer, wenn du ein Bild wechseln möchtest und du hast immer alles zur Verfügung. Du musst nicht mehr überlegen, ah, was packe ich jetzt irgendwie in die Bank, was behalte ich mir vielleicht mal für später auf? Und das Inventar wird nicht mehr so voll gemüllt. Denn bisher musste die Items mit coolen Aspekten immer für später horten und wo wir gerade vom Waffenverbessern sprechen, reden wir doch als nächstes über das Crafting-System. Das hat Blizzard mit dem neuen Update nämlich völlig über den Haufen geworfen. Das alte Aufwerten wird ersetzt durch zwei neue Mechaniken: das Härten und die Vollendung. Früher konnten auf einem Item bis zu 5 verschiedene Stat-Boosts, also Affixe liegen, wenn ihr es findet. Mit dem Update sind es jetzt nur noch 2 bis 3. Die restlichen beiden schmiedet ihr euch jetzt selbst über die Härtung aufs Item. Beim Härten dürft ihr Gegenständen mit Hilfe von Härtungsanleitungen bis zu zwei neue Affixe verpassen. Die Anleitungen bekommt ihr etwa aus Monster Drops. Mit der Anleitung wird euer Gegenstand dann zufällig mit einem der bis zu sechs Affixe ausgestattet, die auf den Rezepten stehen. Ihr könnt Items mehrmals härten, um den gewünschten Bonus zu erhalten, aber nicht unbegrenzt. Nach insgesamt sechs Versuchen ist Schluss. Gerade diese begrenzten Versuche sieht zumindest Jesse kritisch. Das muss man sagen, finde ich ein bisschen schade, vor allem bei sehr hochwertigen Items, die man vielleicht übers Trading für hunderte Millionen Gold gekauft hat oder eben vielleicht auch wirklich gefunden haben, die sehr, sehr selten sind. Und dann kommt dieser Moment, wenn man die neue Waffe zum Schmied bringt und dann wirklich schwitzen muss, dass man beim Klicken die richtigen Sachen erwischt, weil sonst ist das Item wertlos. Nach dem Härten kommt die Vollendung. Die verbessert gehärtete und einzigartige Gegenstände noch einmal. Auf einen Schlag stuft ihr hier alle Affixe eines Items hoch, und zwar bis zu 12 Mal. Für gewöhnlich steigen die Affixwerte dabei um 5%. Bei der vierten, achten und zwölften Aufwertung steigt dazu noch ein zufälliger Affix um ganze 25%. Das heißt, du hast am Ende ein Extrem stark aufgewertetes Item, was im Prinzip so Richtung Unique über Unique mit der Stärke geht. Nicht ganz so, aber du baust im Prinzip deinen eigenen Godroll zusammen. Außerdem gibt es eine wichtige Quality-of-Life-Verbesserung. Alle Crafting-Ressourcen inklusive der Edelsteine sind jetzt in den Crafting-Tabs zu finden. Kommen wir als nächstes zum neuen Endgame-Dungeon, die Grube des Werkmeisters oder auch The Pit auf Englisch. Hier warten Gegner, die mindestens ein Level von 100 haben. Innerhalb von 15 Minuten müsst ihr hier genügend Monster besiegen, um das Portal zum Endboss freizuschalten. Ihr kämpft euch dafür durch zwei zufällige Level mit zufälligen Feinden. Auch Story-Charaktere wie Lilith können dabei als Endgegner auftauchen. Diablo-Veteranen könnten den Dungeon mit den Greater Rifts aus Teil 3 vergleichen. Nur in der Grube bekommt ihr außerdem die Upgrade-Materialien für das Vollendungsfeature. Schafft ihr den Dungeon, schaltet ihr damit außerdem die nächst schwierigeren Stufen frei. Je nachdem, wie schnell ihr einen Durchgang abschließt, klettert ihr dabei schneller auf der Levelleiter empor und schaltet manchmal gleich mehrere Stufen auf einmal frei. Nicht mal die besten Spieler schaffen dieses Ding wirklich komplett durch. Das hat 200 Level momentan und ich glaube, das Maximum aktuell liegt bei Level 140, 141, irgendwas mit Dreh rum. Und das ist halt, ja, so, so der Grind, den man schon damals in Diablo 3 geliebt hat und der halt jetzt dann zurückkommt. Auch Jesse macht die Grube Spaß, er sieht aber noch Probleme beim Balancing. Wenn wir dann praktisch über die Grube reden, also die Pit, die ist nicht ganz so balanced, vor allem wenn es in die Stufe 100 plus geht, da werdet ihr da merken, so, was kommt hier eigentlich für ein Schaden und was geht hier überhaupt ab. Und dann gibt's ja noch die Höllenflut. Die ist schon seit dem Release von Diablo 4 ein fester Bestandteil des Endgames. Gegner sind während dieses Events stärker und ihre Schwierigkeitsstufe höher. Sie droppen aber auch mehr Loot und Glut, mit der ihr bestimmte Truhen öffnet. In Season 4 wurden die Fluten nun grundlegend überarbeitet. Deutlich mehr Monster stürmen auf euch los und es gibt mehr Zufallsereignisse. Die Flut findet außerdem bereits auf Weltstufe 1 und 2 statt und nicht wie zuvor erst ab Stufe 3. In der Bildschirmecke füllt ihr durchs Wetzeln einen Bedrohungsmeter. Steigt der auf die höchste Stufe, spawnt zusätzlich ein Elite Höllenblüter, die dämonische Version einer der fünf Klassen mit besonders lohnendem Loot. Außerdem gibt es die verfluchten Rituale. Das sind spezielle Events während der Höllenfluten. Mit besonderen Items könnt ihr hier weitere Wellen von Feinden herbeirufen, um am Ende gegen die Blutjungfer anzutreten. Die hat gleich mehrere gefährliche Mechaniken und verursacht Flächenschaden. Besiegt ihr sie, warten als Belohnung jedoch viele legendäre Gegenstände sowie Handwerksmaterialien. Ihr könnt außerdem auch an Kämpfen gegen die Blutjungfer teilnehmen, wenn ihr sie nicht selbst beschworen habt. Benedikt ist begeistert von den neuen Höllenfluten. Immer wenn ich in den Höllenfluten bin, es ist immer viel los. Es, die Mobdichte ist ultra hoch, du bist ständig irgendwas am Klatschen. Es ist also das ist wirklich die Action im Action-RPG. Er hat aber auch ein bisschen Kritik. Das Problem ist, dass du nicht alles bekommst, was du brauchst, also keine Crafting-Materialien für die, für die Vollendung zum Beispiel und bestimmte Boss-Summons sind, da gibt es da halt einfach nicht. Aber dass die Leute halt trotzdem lieber die Höllenflut machen, obwohl sie da nur Loot bekommen, in Anführungszeichen, ist schon ein gutes Zeichen, finde ich. Tja, und dann gibt es noch einen neuen, beschwörbaren Boss. Andariel kennt ihr schon aus der Kampagne von Diablo 4 und so wirklich unterscheidet sich der neue Boss kaum von ihrem Bruder Duriel, den ihr bereits vor der neuen Season beschwören konntet. Es ist schlicht ein anderer Kampf mit anderen Beschwörungsmaterialien mit der gleichen Loot-Tabelle. Neu ist, dass es mittlerweile für alle Oberbosse auch eine tormented oder gequälte Version gibt, die dann statt Level 100 Level 200 ist, mit noch mehr Loot und noch mehr Aua. Zum Schluss müssen wir noch einmal über die Eisenwölfe reden. Diese Söldnerfraktion kennen Veteranen bereits aus Diablo 2. Mit Season 4 kommen sie nun aber auch zu Diablo 4. Die Wölfe sind eine zeitlich begrenzte Questreihe, die euch Zugriff auf einige besondere Items gibt. Sie sind außerdem ein fester Bestandteil der neuen Höllenfluten. Sie helfen euch oder brauchen in den Zufallsevents Selbsthilfe. Was noch weiter mit denen passiert, weiß keiner so genau. Es ist möglich, dass sie irgendwie ein kleines Vorscheidungen auf Vessel of Hatred sind. Es ist auch möglich, dass sie einfach nur später ausgebaut werden als Söldner bzw. Begleiter. Aber momentan sind sie eben die Season-Mechanik, die, Season die einen mit der Questreihe, die man auch schon aus Season 1 bis 3 kennt, begleitet und mit diesem kleinen Belohnungstrack. Äh, sonst sind sie halt da. Die erste Diablo 4-Erweiterung Vessel of Hatred hat aktuell noch keinen Release-Termin. Das neue Update soll aber natürlich die Grundlagen für die weitere Monetarisierung mit Add-ons schaffen. Dass die Erweiterung in Zukunft erscheint, hat Blizzard sicher auch motiviert, Diablo 4 jetzt noch einmal aufzupolieren. Dazu gehört natürlich auch, dass einige der früher sehr starken Builds angepasst wurden, trotzdem könnt ihr immer noch überstarke Charaktere bauen. Im Vergleich zum neuen, verbesserten Diablo wirkt die Release-Fassung jetzt aber fast schon wie eine Early Access-Version. Und wie fällt nun das Fazit aus? Solltet ihr mit dem neuen Update zu Diablo 4 zurückkehren, wenn ihr dem Spiel nach Release den Rücken gekehrt habt? Bene sagt ja. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also, da bin ich auch nicht alleine mit der Meinung. Sehr viele Leute meinen, dass Diablo 4 jetzt zum einen richtig gut ist, zum anderen das, was sie sich zum Release erhofft haben. Es ist so ziemlich das, was ich mich von, von dem Diablo erhoffe. Du gehst rein, du killst ein paar Dämonen, du kriegst Loot, du wirst besser, du killst mehr Dämonen, du kriegst mehr Loot. Und das ist das, was ich möchte, und das ist das, was ich in Season 4 bekomme. Das sieht auch Jesse Rocks ähnlich. Season 4 ist geil. Statement Ende, könnt ihr das gut reinschneiden? Okay, ich soll ein paar Sätze mehr dazu sagen. Season 4 ist für mich persönlich eine 8 von 10, also es wurde sehr viel angegriffen, was die Community extrem gestört haben. Man hat doch das Problem des Lootfilters einfach gelöst, indem man einfach die Werte halbiert hat auf den Gegenständen und mit der. Anpassung auf die Höllenflut, da ist richtig viel Action, mehr Monster und so, ist man auf jeden Fall definitiv auf den richtigen Weg. Also, wenn man jetzt die Albtraum-Dungeons, da wo man rein muss, um Glyphen zu leveln, die noch ein bisschen attraktiver macht, dann glaube ich, nähert sich Diablo 4 langsam einem sehr, sehr guten Spiel. Wie seht ihr das nach diesem Video? Gebt ihr Diablo 4 noch einmal eine Chance? Oder habt ihr die neue Season vielleicht schon gespielt und seid wieder neu begeistert? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Diablo 4 könnt ihr auf dem PC, der PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und den beiden Xbox Series Konsolen spielen. Außerdem ist das Action-Rollenspiel Teil des Game Pass. Euer Leben und das der gesamten Menschheit hängt von euren nächsten Taten ab.